Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 41, Antrag der Fraktion der SPD betreffend gute Arbeit auch in Hessen durchsetzen, Drucksache 19/3279, zusammen mit Tagesordnungspunkt 30, Drucksache 19/3154 und 58, dringlicher Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 33/19, vereinbarte Redezeit auch hier 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Decker, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch in diesem Haus haben wir lange Zeit über die Fairness auf dem Arbeitsmarkt teilweise heftig debattiert. Es ging vor allen Dingen um den gesetzlichen Mindestlohn. Inzwischen ist das Mindestlohngesetz über 15 Monate in Kraft. Ich sage Ihnen, seine Einführung war bitter notwendig, und sie war absolut richtig, meine Damen und Herren. Und warum sie bitter nötig war, will ich Ihnen anhand einiger Zahlen hier dokumentieren. Und sie macht gleichzeitig deutlich, dass es schon jetzt eine Erfolgsgeschichte ist. Im April 2014 gab es in Deutschland 5,5 Millionen Jobs, die geringer bezahlt wurden als der Mindestlohn von 8,50 €. Davon kamen 4 Millionen zum 01.01.2015 unter den Schutz des Mindestlohnsgesetzes. Meine Damen und Herren, das sind 10,7 % aller Jobs, in Westdeutschland fast 9 % aller Jobs, meine Damen und Herren. Die gesetzliche Mindestlohn bietet vor allem Beschäftigten Schutz, für die keine Tarifverträge gelten, und das sind jede Menge, für die das nicht bis dahin zutraf. In Zahlen gesprochen waren 3,3 Millionen ohne Tarifbindung. Sage und schreibe 83 % der nunmehr geschützten gering bezahlten Jobs. Die meisten davon waren in der Gastronomie, im Einzelhandel, aber auch in vielen anderen Branchen. Ich denke zum Beispiel an den Paketfahrer und viele andere. Ich betone dies auch deshalb noch einmal so deutlich hier, weil ein Argument der Mindestlohngegner immer gewesen ist, dass die Lohnregulierung Aufgabe der Tarifpartner und nicht des Staates sei. Fazit: Wo es keine Tarifpartner gibt, gibt es auch nichts zu regulieren, geschweige denn zu verbessern. Und schon deshalb war das Gesetz logisch und richtig, meine Damen und Herren. Im Übrigen trägt das Mindestlohngesetz auch zumindest ein Stück weit zwischen Männern dazu bei, zwischen Männern und Frauen in diesem Bereich bestehende Lohnungerechtigkeiten zu beseitigen. Hören Sie zu, der Anteil der Frauen, die jetzt durch das Mindestlohngesetz geschützt sind, liegt bei 2,5 Millionen Jobs, wesentlich höher als bei den Männern mit 1,5 Millionen Jobs. Ich hoffe, Frau Ministerin Hinz, wenn Sie jährlich den Sparplan stechen, Sie kriegen 8,50 €. Wenn nicht, melden Sie sich bei mir. Ich helfe Ihnen dann gerne. Ich sage Ihnen heute noch einmal, allen Unkenrufen und Cassandra-Rufen zum Trotz, es war und bleibt richtig die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, denn die prophezeite Katastrophe auf dem Arbeitsmarkt ist nicht eingetreten, meine Damen und Herren. Im Gegenteil, es ist ein deutlicher Anstieg sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zu verzeichnen. Nun wissen wir natürlich alle selbstverständlich, dass 8,50 € besser sind als 6,50 €, aber diese 8,50 € bei Weitem nicht auskömmlich sind. Und deshalb haben wir dies von Anfang an auch als einen unumgänglichen Einstieg bezeichnet oder anders gesagt für eine unterste Schamgrenze, meine Damen und Herren. Uns allen ist klar, dass der Mindestlohn sukzessive steigen muss. Dafür ist im Gesetz die Mindestlohnkommission vorgesehen, und die wird dann über die einzelnen Anpassungen entscheiden. Im Übrigen freue ich mich, habe das gerade im Antrag gelesen, dass auch die CDU und die Grünen jetzt dafür sind, verstärkte Kontrollen in dem Bereich durchzuführen und auch zu sagen, dass dieser Bereich gestärkt werden muss. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung an der Stelle. Meine Damen und Herren, mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns haben wir einen ersten wichtigen Schritt getan, um mehr Fairness auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen. Aber, meine Damen und Herren, wir dürfen auf diesem Platz jetzt nicht stehen bleiben. Wir müssen diesen Weg weiter konsequent gehen, um noch bessere Ordnung auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen, meine Damen und Herren, und für mehr gute Arbeit konsequent weiterhin einzustehen. Und deshalb muss jetzt im nächsten Schritt der Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen eingedämmt werden, meine Damen und Herren. Wir müssen einer weiteren Spaltung des Arbeitsmarktes
in prekäre und unsichere Beschäftigung einerseits und in sicherer und gut entlohnter Beschäftigung andererseits Einhalt gebieten. Das ist eine unserer wesentlichen sozialpolitischen Herausforderungen. Als damals die Regelungen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarkts eingeführt worden sind, ist dies in der Absicht geschehen, auf die hohe Arbeitslosigkeit zu reagieren und die Betroffenen über den Weg der Leiharbeit wieder verstärkt in dauerhafte Beschäftigung zu bringen. Wir müssen heute feststellen, dass sich die Dinge leider anders entwickelt haben, als sie beabsichtigt waren. Und deshalb unterstützt auch die SPD-Fraktion hier im Landtag in aller Deutlichkeit und mit großem Nachdruck den Gesetzentwurf von Bundesarbeitsministerin Lales zur Bekämpfung des Missbrauchs bei Leiharbeit und Zeitverträgen. Meine Damen und Herren. Unser Land ist zweifellos wirtschaftlich gut aufgestellt. Der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes basiert bisher auf gut ausgebildeten, fleißigen Beschäftigten, auf weltweit anerkannten guten Produkten und Dienstleistungen sowie auf einem hohen Maß an sozialem Frieden. Die Erfolge sind Ergebnis klarer und gerechter Spielregeln für die wirtschaftlichen Prozesse und guter Arbeitsbedingungen in der Sozialwirtschaft. Die Pfeiler dieses Erfolgsmodells, meine Damen und Herren, waren immer die Tarifautonomie, die soziale Sicherungssysteme und die Mitbestimmung. Und dieses Modell war auch immer deshalb erfolgreich, weil die ökonomische notwendige Flexibilität und die Sicherheit für die Beschäftigten zwei Seiten der gleichen Medaille gewesen sind. Und dieses Modell hat leider Risse bekommen. Dramatisch gesunkene Tarifbindung, vor allem verursacht durch die Tarifflucht von Arbeitgebern, ein deutlich angewachsener Niedriglohnsektor, eine Zunahme atypischer und prekärer Beschäftigung, siehe z.B. ausufernde Leiharbeit und dubiose Werkverträge. All diese Entwicklungen gefährden das Erfolgsmodell der sozialen Marktwirtschaft. Meine Damen und Herren, wir sollten uns das alles noch einmal genau vor Augen führen. Es gefährdet das Modell der sozialen Marktwirtschaft, und sie haben Auswirkungen über die unmittelbar Betroffenen hinaus bis in die Mitte der Mittelschichten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deshalb sorgen wir dafür, dass diese Entwicklung korrigiert wird, meine Damen und Herren. Mit dem Mindestlohn haben wir ein Stoppschild gegen extremes Lohndumping gesetzt. Mit dem Tarifautonomiegesetz haben wir die Möglichkeit verbessert, Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären. Das hilft übrigens den Beschäftigten zu besseren Arbeitsbedingungen und den Unternehmen dazu, sich einen fairen Wettbewerb zu begeben. Jetzt ist es unsere Aufgabe, ausufernden Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen zu Lohndumping zu beenden. Und dazu haben wir im Berliner Koalitionsvertrag auch eine klare Vereinbarung getroffen, meine Damen und Herren, und die muss jetzt umgesetzt werden. Und es war mehr als unverständlich und auch von unserer Seite sehr ärgerlich, dass gerade von der Unionsseite dieser Gesetzentwurf in der Ressortabstimmung blockiert worden ist, vornehmlich von der CSU. Ich will Sie an der Stelle ein Stück weit in Schutz nehmen, Herr Arnold, es war vornehmlich die CSU. Und nach 10 Verhandlungen ist es dann letzte Woche innerhalb der Koalitionsspitzen dann auf unseren Druck hin gelungen, dass die Ressortabstimmung freigegeben wird. Meine Damen und Herren, wir erwarten jetzt, dass das Gesetzgebungsverfahren zügig und ohne weitere Querschüsse von welcher Seite auch immer umgesetzt wird. Worum geht es bei dieser Gesetzesinitiative? Dazu ein Blick auf das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Ziel des Gesetzes war und ist, den Unternehmen insbesondere zur Abdeckung von Auftragsspitzen oder bei vorübergehendem Beschäftigungsausfall Flexibilität zu ermöglichen. Ziel, meine Damen und Herren, war es nie, dass Leiharbeit dauerhaft und in teilweise hohem Maße eingesetzt wird und damit ganze Teile von Stammbelegschaften zu verdrängen, meine Damen und Herren. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die gut gemeinte Deregulierung leider zu diesen und ähnlichen Folgen geführt hat. Und deswegen wollen wir das nicht länger hinnehmen. Und ich verzichte jetzt darauf, die Einzelheiten des Sie können sich aufregen, Frau Wissler, aber wir machen es, nicht Sie. Das ist der Unterschied. Wir werden es jetzt ändern. Ich verzichte an der Stelle, Ihnen die einzelnen Maßnahmen aufzuzählen. Können Sie alle im Einzelnen im Gesetzentwurf nachlesen. Ich komme jetzt trotz des Geschreis von der linken Seite zu dem sogenannten Werkvertragsunwesen, meine Damen und Herren. Werkverträge sind aus der heutigen hochspezialisierten arbeitsteilorganisierten Betriebs- und Unternehmenspraxis nicht mehr wegzudenken. Und nicht jedes Unternehmen kann die Arbeiten vorleisten, die dazu notwendig sind. Und was in den Betrieben nicht vorhanden ist, muss natürlich durch Werkverträge eingekauft werden können. Ich sage deshalb auch hier ganz explizit an dieser Stelle,
weil im Laufe der Debatte ja die Gegenargumente kommen werden. Dies wollen wir auch nicht aushebeln. Es wird auch weiterhin dazu kommen, dass z.B. der EDV-Fachmann, der Heizungsinstallateur oder der Gärtner auf der Basis der Werkverträge in die Betriebe und in die einzelnen Unternehmen geht, um dort seine Gewerke zu verrichten. Das wollen wir an der Stelle auch gar nicht ändern. Aber eins kann nicht funktionieren, meine Damen und Herren, nämlich dass Werksverträge verstärkt als Alternative zu Leiharbeit und damit zu Lohndumping eingesetzt werden. Und das wollen wir an der Stelle klar und deutlich verhindern. Und deswegen werden wir auch diesen Bereich klare Regeln vorschieben. Auch hierzu verweise ich auf die einzelnen Maßnahmen im Gesetzentwurf. Und ich sage Ihnen eins noch einmal sehr deutlich an dieser Stelle. Es ist nicht der einzige Bereich, in denen wir von der Landesregierung auch klare Unterstützung bei dieser Gesetzesinitiative verlangen. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie umgehend eine Novellierung des hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetzes in Angriff nimmt, meine Damen und Herren. Meine Fraktion hat in diesem Hause bereits zweimal Gesetzesänderungen vorgelegt. Beides Mal sind sie von Regierungsmehrheiten abgeschmettert worden. Nicht zuletzt aus arbeitsmarktpolitischer Sicht bin ich meinen Kolleginnen Frau Barth und Frau Waschke, die das vorher gemacht hat, dankbar, dass sie an der Stelle nicht locker lassen. Ich denke, wir werden daher einiges dazu noch hören in einer weiteren Runde. Auch in diesem Bereich müssen wir endlich in eigener Zuständigkeit für Ordnung auf dem Arbeitsmarkt sorgen, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich zum Schluss sagen, meine Damen und Herren, gute Arbeit durchzusetzen bedeutet für uns nicht nur faire Arbeitsbedingungen und eine faire Entlohnung zu sorgen. Gute Arbeit bedeutet für uns auch, um vor allem den Menschen die Sorge vor dem sozialen Abstieg zu nehmen und die Sorge vor Altersarmut zu nehmen, meine Damen und Herren. Wir haben hier eine der wichtigsten sozial- und gesellschaftspolitischen Aufgaben zu lösen. Und deshalb erwarten wir hier auch in diesem Hause einen breiten Konsens und eine breite Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Dr. Arnold, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Fraktion der SPD hat ja in diesen beiden Anträgen zu ihrem heutigen Setzpunkt einige wichtige Themen aus dem Bereich des Arbeitsrechts, aus dem Bereich des Vergaberechts angesprochen. Mindestlohn, Leiharbeit, Werkverträge, Tariftreue, auch die Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben des Hessischen Vergabegesetzes. In einigen Punkten, Herr Decker, sind wir sicherlich einer Meinung. Ich will einmal deutlich darauf hinweisen, wir haben in dem Hessischen Vergabe- und Tariftreuegesetz in § 4 eindeutig erklärt, wir sind für Tariftreue, und die ist einzuhalten. Und wir haben in § 6 ebenso eindeutig erklärt, wir sind für den Mindestlohn. Da ist überhaupt kein Streit. Und was Sie vorgetragen haben zu Leiharbeit und Werkverträgen, auch da muss sicherlich in der einen oder anderen Richtung überlegt werden, ob wir hier auf dem richtigen Wege sind oder ob es Regulierungen notwendigerweise geben muss. Denn wenn ich beispielsweise in einer Veröffentlichung in der Wirtschaftswoche lese, dass es in Deutschland einige Fabriken gibt, in denen weniger als 50% der Beschäftigung in normalen Beschäftigungsverhältnissen sind, dass über 50% entweder Leiharbeit sind oder Werkverträge mit sehr deutlich verringerten Lohnkonditionen, dann müssen wir uns überlegen, ob wir da auf der richtigen Richtung sind. Und wir haben in Deutschland über 1 Million Leiharbeiter und müssen höllisch aufpassen, dass dort nicht das Lohnniveau zu gering wird. Wir sind auch eindeutig der Meinung, dass wir dafür sorgen müssen, dass Lohndumping und auch Lohnbetrug auf den hessischen Baustellen verhindert werden muss. Keine Frage. Nur Ihre Kritik, Herr Kollege Decker, zielt in die falsche Richtung. Denn ich möchte mich mit Ihnen hier einmal sehr deutlich darüber unterhalten, wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich. Und was mich ärgert, das ist die Kritik an unserem hessischen Tariftreue- und Vergabegesetz. Das ist falsch, was Sie dort sagen. Sie sagen beispielsweise in Ihrem Antrag, unklare, schwammige Regelungen im Gesetz erleichtern das Geschäft derjenigen, die auf dem Rücken der Beschäftigten große Gewinne erzielen. Oder an einer anderen Stelle, naja, warten Sie einmal, bevor Sie klatschen, meine Damen und Herren, wir kommen gleich zum Punkt. An einer anderen Stelle, auf hessischen Baustellen kommt es
immer wieder zu Lohndumping oder gar Lohnbetrug, weil die Kontrollen nicht ausreichen und das Hessische Vergabegesetz keine ausreichenden und klaren Vorgaben macht. Ich sage ganz deutlich, und bevor Sie klatschen, hören Sie erst noch einmal meinen Argumenten zu. Wir haben eindeutige Regelungen mit dem § 4, mit dem § 6. Wir haben auch in 9, und das gibt es in keinem anderen Vergabegesetz in den Bundesländern, eindeutig geregelt, dass jeder öffentliche Auftraggeber bis in die kleinsten Lohnunternahmen nachschauen kann, ob hier alles nach Recht und Gesetz gemacht wird. Nur für die Frage der Kontrolle, ob die Mindestlohnregelungen eingehalten werden, ob die entsprechenden Vorgaben bei den Leiharbeitern eingehalten werden, das ist nicht Sache des Landes. Das ist Sache der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Und das ist eine Sache, Herr Kollege Decker, von Ihrer Parteikollegin Frau Nahles. Die ist dafür zuständig. Und ich sage Ihnen eindeutig eins, ach, hören Sie mir erst einmal zu, dann können Sie, gerne, Sie können sich ja gerne melden, wenn Sie eine Frage dazu haben. Aber es ist eindeutig, dass auf Bundesebene seit 2004 die Finanzkontrolle Schwarzarbeit eingerichtet worden ist. Dafür ist die Frau Nahles zuständig. Und es gibt eine sehr gut fundierte, detaillierte kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der GRÜNEN, die viele wissenswerte Details dazu bringt. Ich würde Ihnen empfehlen, Herr Decker, dass Sie mit Ihren Kollegen, auch gerade denen, die da gerade geklatscht haben, das einmal nachlesen. Das ist die Drucksache 19-7525. Danach wird klar gesagt, diese Finanzkontrolle Schwarzarbeit hat die Aufgabe zu kontrollieren, erstens Formen der Schwarzarbeit nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, die branchenspezifischen Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz, das haben Sie erwähnt, Lohnuntergrenzen nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, all die Vorgaben der Lohnuntergrenzen für Leiharbeiter und seit 2015 auch die Mindestlöhne nach dem Mindestlohngesetz. Also all diese Themen, die Sie hier vortragen, Herr Decker, Lohndumping, Lohnbetrug, Schwarzarbeit, Mindestlöhne, ist der Zuständigkeitsbereich von Frau Bundesministerin Nahles. Und das möchte ich an dieser Stelle einmal deutlich betonen, meine Damen und Herren. Diese Finanzkontrolle Schwarzarbeit, und jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt, hat ausweislich dieser genannten kleinen Anfrage der Bundesgrünen in 2015 sage und schreibe 6.865 Planstellen zur Verfügung. Nur davon waren rund 600 Stellen nicht besetzt. Und das ist der eigentliche Skandal, Herr Kollege Decker, dass diese Stellen nicht besetzt sind. Und darüber hinaus, zur Verstärkung der Mindestlohnkontrollen hat der Bundeshaushaltsgesetzgeber im Bundeshaushalt 2015 die Zollverwaltung zusätzlich mit 1.600 Planstellen dafür verstärkt. Und außerdem gibt es einen Haushaltsvermerk, der zulässt, dass bis zu 155 Stellen mit Überhangpersonal aus Bundesbehörden zu besetzen sind. Das sage ich einmal ganz deutlich, summa summarum über 2.300 Stellen, die besetzt werden können, die dafür sorgen, dass diese Kontrollen besser gemacht werden. Deswegen lassen Sie uns gemeinsam einmal an Ministerin Nahles die Aufforderung adressieren. Liebe Frau Nahles, machen Sie endlich Ihren Job. Sorgen Sie dafür, dass eben die entsprechenden Kontrollen auch durchgeführt werden. Das ist auch ein weiterer Punkt. Liebe Frau Kollegin Waschke und in Nachfolge auch Ihre Kollegin Barth, ich weigere mich nachdrücklich weiterhin, dass wir hier eine Doppelstruktur aufbauen und hier in Hessen eine möglicherweise von Ihnen geforderte Behörde zur Kontrolle all dieser Dinge machen. Das gibt es in keinem anderen Bundesland, bis auf Hamburg, und ich sage deutlich, das ist eine Bundesaufgabe, und wir lassen es nicht zu, dass Sie das einfach wegschlabbern, sondern dafür ist Frau Nahles zuständig und niemand anders. Und von daher sage ich zu einem weiteren Punkt, wenn Sie eine Reform des Vergabegesetzes fordern, dann stellen Sie Forderungen, die auch nachvollziehbar sind, die auch uns hier angehen. Und was Ihre Formulierung anbelangt, jetzt eine Überprüfung der Tariftreueregelung. Ich weise darauf hin, wir haben in § 21 verfügt, dass wir in 3 Jahren die Auswirkungen der Tariftreueregelung nach § 4 und § 6 überprüfen wollen.
jetzt nach knapp 15 Monaten das zu tun, ist sicherlich nicht zielführend. Wir erwarten in 3 Jahren eine entsprechende Evaluierung der Landesregierung. Da können wir uns sicherlich über die einen oder anderen Dinge unterhalten und auch gerne über sinnvolle Nachbesserungen vielleicht auch sprechen. Aber im Moment sage ich einmal deutlich, wir haben ein hervorragendes hessisches Tariftreue- und Vergabegesetz. Das lässt alle Möglichkeiten zu, die Dinge zu formulieren. Und ich fordere von dieser Stelle auch noch einmal deutlich auf, lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Frau Nahles ihrer Aufgabe nachkommt und diese Kontrolle auch entsprechend durchführt. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Vielen herzlichen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Decker. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Arnold, ich bin eigentlich nur noch einmal ganz kurz nach vorne gekommen, um etwas nachzuhelfen, um Zuständigkeiten zu klären. Also, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist ein Organ der Zollbehörden. Und die Zollbehörden unterstehen dem Finanzminister und niemandem anders. Und, im zweiten Teil, weil, Herr Dr. Arnold, weil Sie in aller Ruhe und Zurückhaltung tauschen wir das jetzt aus. Vielleicht haben Sie das jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Im zweiten Teil der Kurzintervention will ich Ihnen nur ganz kurz sagen, weil Sie die Arbeitsministerin Nahles dazu aufgefordert haben, ihre Hausaufgaben zu machen, will ich Ihnen nur berichten, hat sie längst gemacht, übrigens auch die SPD-Bundestagsfraktion, denn sie hat in den Kooperations- und Koalitionsverhandlungen mit der CDU eindringlich darum gebeten, die Personalstärke in diesem Bereich aufzustocken. Und bisher ist es leider an Bundesfinanzminister Schäuble gescheitert und nicht an uns. Also, wir arbeiten wechselseitig daran. Sprechen Sie vielleicht mit Herrn Dr. Schäuble auch noch einmal. Vielleicht kriegen wir da was hin. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Bocklet, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber eine gut. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Boddenberg. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, Herr Boddenberg, dass ich den Eindruck habe, wenn eine Koalition gut arbeitet, dann unterhält man sich über die unterschiedlichen Auffassungen nicht öffentlich über das Pult, sondern dann würde man tatsächlich einmal als Bundesregierung darüber nachdenken, wie der Finanzminister mit der zuständigen Arbeitsministerin zu einer guten Lösung kommt. Und, Herr Kollege, das ist die Bundesregierung, Herr Gremmels, die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht, ob es für Sie überraschend ist, aber die Bundesregierung wird gestellt aus SPD und CDU. Und ich glaube, dieses Spiel gut, Bad Guy, guter Guy, wir sind die Guten, die sind die Bösen, das funktioniert nicht. Die Bundesregierung trägt dafür Verantwortung für all das, was Dr. Arnold vorgetragen hat, nämlich dass die Kontrollen um die Hälfte abgenommen haben. Und das ist genau der Skandal, den es zu beschreiben gilt. Herr Dr. Arnold hat zu Recht beschrieben, meine Bundestagsfraktion hat eine Kleine Anfrage gemacht. Und wenn die Vergleich sieht zwischen 2014 zu 2015, ich wiederhole das noch einmal für all diejenigen, gerade Herr Kollege Decker, wenn die Kontrollen um die Hälfte abgenommen haben, dann können wir sicherlich von einem mit Fug und Recht von einem unhaltbaren Zustand sprechen. Und dann können Sie sagen, dann brauchen Sie, können Sie nicht sagen, wir haben mit dieser Bundesregierung nichts zu tun. Es tut mir leid, das funktioniert einfach nicht, nur weil Sie hier billig punkten wollen im Hessischen Landtag. So läuft das nicht. So. Und zweitens, wenn 600 Stellen unterbesetzt sind und die nächsten 1.600 Stellen erst 2017 geschaffen werden sollen, so wie es in der Auskunft der Anfrage hervorgeht. Auch das ist kein Ruhmesblatt für diese Bundesregierung. Und jetzt sagt, genau, so. Und wenn das kein Ruhmesblatt ist, Herr Kollege Decker, dann würde ich doch mit ein bisschen mehr Augenmaß hier auftreten. Man kann doch sicherlich sagen, in einem Ideenwettbewerb, Herr Kollege Decker, in einem Ideenwettbewerb, wir hätten da einmal eine Idee, weil unsere Bundesregierung das nicht auf die Reihe kriegt, wo wir mitregieren, weil die das nicht, weil die die
weil die Bundeszoll ich gebe doch Antwort. Du hast doch die Möglichkeit, noch einmal zu reden in zweiter Runde. Weil die Bundeszollbehörden und die Bundesregierung vielleicht hört ihr jetzt einfach mal einen Satz zu, dann können wir ja auch in Dialog treten. Fakt ist, wie wir eben festgestellt haben, dass die Bundeszollverwaltung die Kontrollen halbiert hat. Fakt ist, dass die Stellen unterbesetzt sind. Fakt ist, dass die neuen Stellen erst im nächsten Jahr kommen. Dafür trägt die Bundesregierung Verantwortung. Und wenn dem so ist, dann wäre ich in der Tat etwas verhaltener bei der Frage, ich hätte da mal eine Idee, Hessen könnte ja auch noch eine Struktur schaffen. Und das ist genau der Punkt, den wir kritisieren. Wenn für die Kontrollen dieser Baustellen der Bundeszollverwaltung zuständig ist und dort die Missstände sind, kann man natürlich haltet den Dieb sagen, aber Hessen muss doch jetzt mal unglaublich viel aktiver werden. Und das, da gebe ich Ihnen recht, Herr Kollege Arnold, das wären in der Tat Doppelstrukturen, die nicht sinnvoll sind. Deswegen bearbeitete das genau das Thema. Ich würde mir wünschen, wir hätten eine Initiative gemeinsam, die auf Bundesebene zielt und sagt, liebe Finanzminister, liebe Arbeitsministerin, liebe Bundesregierung, schafft doch endlich solche Strukturen, damit tatsächlich noch häufiger kontrolliert werden kann. Weil da sind wir uns doch einig, viele Baustellen arbeiten illegal oder mit unhaltbaren Zuständen, und da müssen sie besser kontrolliert werden. Da sind wir uns einig. Also, an diesem strittigen Punkt müssen wir tatsächlich den wahren Verantwortlichen benennen. Ich glaube, das haben Sie hier sehr gut herausgearbeitet. Ich bin Ihnen auch gar nicht eifersüchtig, dass Sie unsere grüne Bundestagsfraktion zitiert haben. Weil wenn die Grünen im Bundestag etwas Gutes machen, soll man es auch so benennen. Das ist in dem Fall gelungen und hat auch sehr klar herausgearbeitet, wo eigentlich die Verantwortlichkeiten liegen. Es gibt aber noch in diesem Tagesordnungspunkt, Herr Kollege Decker, Sie haben ja drei verschiedene Themen noch angesprochen, die Frage der Leiharbeit und des Mindestlohns. Wir haben hier da mehrfach schon zugesprochen. Wir fanden, dass das Mindestlohngesetz auf Bundesebene überfällig war. Spätestens schon bei der Hartz-Gesetzgebung wurde klar, dass ohne einen Mindestlohn Tür und Tor geöffnet war, dass Arbeitgeber unter jegliche Lohnniveaus kamen und der Staat öffentlich bezuschusst hat. Das war uns spätestens vor 10 Jahren schon klar. Wir sind sehr glücklich darüber, dass das Mindestlohngesetz eingeführt wurde. Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt. Und ich teile auch die Auffassung, dass dieser Mindestlohn schrittweise angepasst werden muss. Genauso wie sich die Lohn- und Preisentwicklung in der Bundesrepublik gestaltet, gilt es dann natürlich auch, das untere Niveau dann anzusprechen. Drittens, auch richtig ist die Frage der Leiharbeit. Selbst Dr. Arnold, ich glaube, da kann man sagen, ohne dass man jemanden beschämt, dass sich in den letzten Jahren hier auch im Bewusstsein vieles verändert hat, dass wir gesagt haben, Leiharbeit muss dazu da sein, dass Spitzen abgedeckt werden, dass Notlagen abgedeckt werden, dass man Leiharbeit auch flexibel nutzen kann, wenn eine unternehmerische Herausforderung ansteht, aber dass wir wirklich alle Studien dafür sprechen, dass Stammbelegschaften 24, 25 bis 50% ersetzt werden mit Leiharbeitern. Das ist natürlich völlig destruktiv, und dagegen müssen wir vorgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, Sie sehen, wir haben, ich glaube, vor 10 Jahren haben wir das noch anders diskutiert. Selbst vor 5 Jahren haben wir die Frage der Mindestlohn und der Leiharbeit anders diskutiert. Ich glaube, die FDP, weiß ich nicht, bin ich gespannt auf die Positionierung, wo sie da heute steht. Ich glaube, es hat sich gezeigt und es war gut belegbar, dass sowohl das Mindestlohngesetz eingeführt wurde, dass wir daran gehen müssen, die Leiharbeitsgesetzgebung zu verbessern und dass wir die Kontrollen zu, das zeigen ja immer wieder die Fälle, was bei Baustellen aufploppt, das sind untragbare Zustände. Es sind einfach untragbare Zustände, wo auf den Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gerade auch aus dem osteuropäischen Raum, versucht wird, billigst zu produzieren, zu bauen. Und da müssen wir natürlich einen Riegel vorschieben. Das haben wir auch klar gemacht. Dazu stehen wir auch. Es gibt im Übrigen beim Tarif- und Vergabegesetz hinreichende Regelungen. Auch dazu haben Sie ausführlich Stellung genommen, § 4, 6 und 9, wie das hier auch kontrolliert wird, dass die öffentlichen Auftraggeber, die öffentlichen Hände dazu da sind, das auch zu kontrollieren. Menschen, Unternehmen, die dagegen verstoßen, riskieren, rauszufliegen bei der öffentlichen Auftragsvergabe. Ich glaube, da haben wir in Hessen vor 1 Jahr ist es in Kraft getreten, richtig gehandelt. Ich glaube, ich kann zusammenfassend sagen, dass noch um eine Ergänzung vielleicht noch vorab. Wir haben auch mit der Förderung der Beratungsstelle des DGB, Faire Mobilität, haben wir auch noch eine weitere Möglichkeit geschaffen, dass sich auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst melden können und sagen, hier sind Missstände bei uns im Betrieb. Wir haben diese Stelle besucht vor einem Jahr. Das, was man dort hört, sind menschliche Tragödien, die sich dort abspielen.
Löhne, die nicht gezahlt werden, Unterkünfte, Massenunterkünfte hochpreisig tatsächlich auch vermietet werden. Und dort berät die DGB-Beratungsstelle Faire Mobilität in Frankfurt außerordentlich erfolgreich, außerordentlich gut. Wir haben da jeden Cent, den wir dort investiert haben, in dem Haushalt richtig investiert, weil es hilft den Menschen dort vor Ort. Und es zeigt auch unsere Initiative, dass wir sagen wollen, diesen entrechteten Menschen wollen wir tatsächlich zu ihrem Recht verhelfen. Und das muss auch so bleiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zusammenfassend lässt sich sagen, Mindestlohn war richtig, Leiharbeit muss verbessert werden, die Kontrollen muss der Bund endlich in die Gänge kommen. Herr Kollege Decker, ich würde mir wünschen, dass Sie tatsächlich mit Ihrer eigenen Bundesregierung energischer reden als bisher, weil es müssen tatsächlich mehr Kontrollen stattfinden, es müssen die Stellen zügig geschaffen werden. Dort hat die Bundesregierung große Versäumnisse, und ich muss sagen, solange die Versäumnisse überhaupt nicht abgeschafft worden sind, macht es überhaupt keinen Sinn, mit den Fingern auf die Landesregierung zu zeigen. Das sei billig und durchschaubar. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Nach langer Zeit mal wieder das Thema Mindestlohn hier im Plenum. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass die Union da nicht so richtig diskutieren will drüber, sondern sich in Ausflüchten und in Schuldzuweisungen ergeht. Und die Schuldzuweisung trifft auch noch die eigene Bundesregierung. Also das ist ein Bild, das Sie hier abgeben, das man ja in den Medien auch verfolgen kann. Wenn diese Bundesregierung kein Interesse mehr hat, zusammenzuarbeiten, dann sollten sie doch als Union die Zusammenarbeit endlich beenden und sollten zu den Grünen auch gehen, wie sie das hier gemacht haben. Das können sie auch in Berlin machen, und vielleicht wird dann die Union auch glücklich in Berlin, weil so, was sie hier abbieten, darbieten, ist eher Politik zum Abgewöhnen. Und lieber Herr Walter Arnold, dass Sie hier vorne mal zum Mindestlohn reden und überhaupt keine Äußerung dazu tätigen, was das für die Wirtschaft bedeutet, das ist schon, hat mich schon sehr verwundert. Ich dachte, als Sie hier ans Pult getreten sind, dass Sie mal eine differenzierte Sicht auf die Auswirkungen darstellen und auch die Risiken, die mit einem Mindestlohn einhergehen. Das habe ich hier absolut vermisst. Und ich glaube, da sollten Sie mal wieder an Ihre wirtschaftlichen Kompetenzen sich erinnern, die Sie sicherlich haben, aber die Sie auch mal wieder öffentlich vertreten sollten und sie nicht immer hier wegnuscheln, sondern mal deutlich sagen, wo denn die Probleme mit dem Mindestlohn liegen. Da das ja bisher hier keiner gemacht hat, werde ich diesen Part übernehmen. Und ich glaube, es ist auch nicht verwunderlich, die Dinge, die ich hier aufzählen werde. Als Erstes möchte ich einmal klarmachen, selbstverständlich sind auch die Freien Demokraten der Meinung, dass die Menschen, die hier arbeiten, in diesem Land vernünftig bezahlt werden sollen. Und selbstverständlich erkennen wir die Probleme, die hier auch von Herrn Decker benannt worden sind. Und selbstverständlich erkennen wir auch die Schwierigkeit, dass die Tarifbindung nachlässt in diesem Land. Und selbstverständlich wissen wir auch, dass es hier zu Missständen und zu Missbräuchen kommt. Und dann muss man sich die Frage stellen, welche Instrumente wählt man, um dem entgegenzuwirken? Es ist ja nicht so, dass die Freien Demokraten grundsätzlich gegen Mindestlöhne wären. Der erste Mindestlohn im Bauhauptgewerbe ist von einer schwarz-gelben Bundesregierung eingeführt worden. Und auch das war ja Thema, wie wird der im Bauhauptgewerbe durchgesetzt, wie sind die Probleme im Bauhauptgewerbe mit dem Mindestlohn. Und es waren nicht Grüne, es waren nicht Linke und es war nicht SPD, die diesen Mindestlohn eingeführt haben, es war CDU und FDP. Weil, wenn Probleme vorhanden sind, muss man sich denen auch stellen und vernünftige Lösungen zu finden. Unser Problem, das wir haben, ist ein allgemein verbindlicher, politisch gesetzter Mindestlohn. Und dieser politische Lohn, den die Väter des Grundgesetzes mit großer Überzeugung damals nicht gewollt haben, sondern die Vertragsfreiheit gewählt haben, die starke Tarifpartner wollten, und diese starken Tarifpartner einer der Bestandteile des Erfolgsmodells der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland sind, dass die das nicht wollten, hat da einen Grund, nämlich den Grund der politischen Erfahrung, die dieses Land im Vorfeld dazu gemacht hat mit politischen Löhnen und die die Union auch nicht vergessen hatte vor wenigen Jahren noch. Und von daher glaube ich schon, dass man sich über die Entwicklung des Mindestlohns, das, was wir jetzt mit politischen Löhnen erleben und das jeder, der in dem Bereich tätig ist, ja tagtäglich hört, nämlich dass 8,50 € viel zu wenig sind, dass man 10, 12, 15 € Mindestlohn bräuchte in Deutschland. Diese Debatte ist jetzt eröffnet worden.
Ich gebe mich auch keinen Illusionen hin, dass die Freien Demokraten schaffen könnten, einen allgemeinen politischen Mindestlohn wieder abzuschaffen. Das haben Sie jetzt geschafft. Das haben Sie dauerhaft in Deutschland eingerichtet. Das ist Ihr Verdienst. Und für den müssen Sie sich natürlich auch verantworten. Und Herr Decker, ich erinnere mich an die Reden, die Sie hier gehalten haben. Und Sie haben ja viel Unterstützung bekommen. Wenn erst einmal der Mindestlohn eingeführt ist in Deutschland, dann ist ja sozusagen der Höhepunkt und die Heiligsprechung des Sozialstaates erreicht worden. Dann sind alle Verwerfungen behoben. Dann ist alles gut in Deutschland. Wenn der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland kommt, dann ist die soziale Gerechtigkeit in Deutschland eingekehrt. So konnte man das vernehmen, wenn hier Sie und Ihre Freunde bei GRÜNEN und LINKEN gesprochen haben. Wir aber wissen, dass extrem viele Länder auf der Welt einen gesetzlichen Mindestlohn haben, und vor allem die Länder, die keinen Sozialstaat haben, die keine Absicherung der Arbeitnehmerinnen haben, gerade die haben diese gesetzlichen Mindestlöhne eingeführt, um einen gewisse Ausbeutung zu verhindern. Es gibt wenige Länder noch, die diesen Mindestlohn nicht haben. Und diese wenigen Länder zeichnen sich durch eine hohe Tarifbindung aus in Europa, und sie zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie einen sehr ausgeprägten Sozialstaat haben. Und wir in Deutschland haben das auch. Wir haben einen ausgeprägten Sozialstaat, der ein Mindesteinkommen für jeden Bürger und Bürgerin in Deutschland sicherstellt. Und darum ist der Mindestlohn keine Frage der sozialen Gerechtigkeit, es ist eine Frage einer Organisation des Arbeitsmarktes. Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich dadurch ausgezeichnet, und wir haben uns ja immer gerne auf die Schulter geschlagen, dass er einer der erfolgreichsten, einer dynamischsten in Europa ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern haben wir keine Probleme am Arbeitsmarkt in dem Ausmaß, wie sie Frankreich, Spanien oder Italien haben. Und das ist eine Folge, und ich weiß nicht, ob das alle verdrängt haben, der Hartz-Reform gewesen. Das ist ein Erfolg einer rot-grünen Bundesregierung, einer schwarz-gelben Mehrheit im Bundesrat, die das mitgetragen hat. Also ein Erfolg der Deutschlandkoalition. In einer schwierigen wirtschaftlichen Situation hat man sich zu Reformen im Arbeitsmarkt entschlossen. Und das war eines der Erfolgsmodelle in diesem Land. Die demokratischen Parteien haben in einer schweren Wirtschaftskrise wichtige Entscheidungen getroffen. Und jetzt wird diese Große Koalition, die in Berlin regiert, immer wieder und Stück für Stück diese Erfolge der Flexibilität, der Durchlässigkeit im Arbeitsmarkt zurückdrehen. Und einer dieser Schritte ist dieser gesetzliche Mindestlohn. Und man kann es ja in den Redeprotokollen hier im Hessischen Landtag nachlesen. Genau das ist ja Ihr Ziel, die Reform von Gerhard Schröder zurückzudrehen. Eines der Mittel dazu ist dieser gesetzliche Mindestlohn. Und natürlich, und jeder, der ein bisschen Betriebswirtschaft kennt, weiß natürlich, wenn der gesetzliche Mindestlohn unter dem Marktlohn liegt, hat dieser gesetzliche Mindestlohn keine Auswirkung. Liegt er über dem Lohn, den der Markt bereit ist zu zahlen, hat es eine Auswirkung, und zwar eine negative Auswirkung auf die Beschäftigung. Das ist so einfach, das ist so logisch. Das ist auch jedem, der sich nur kurz damit beschäftigt, und sicherlich auch Herrn Arnold, bekannt. Von daher, wenn wir jetzt einen niedrigen Mindestlohn gewählt haben, sind die Auswirkungen natürlich noch nicht so groß, als wenn wir diesen Mindestlohn jetzt jedes Jahr oder jede Bundestagswahl um 2, 3, 4 Euro erhöhen. Das ist so ein Stück weit wie im alten Rom der Getreidepreis, eine Stellschraube des Populismus, eine Möglichkeit von populistischen Parteien, sich gute Wahlergebnisse zu erkaufen auf Kosten der Chancen der Menschen in unserem Land. Und ich möchte auch mal das wunderbare Bild, das Sie gezeichnet haben, doch schon mal an der einen oder anderen Stelle hinterfragen. Sie haben immer hier vor sich hergetragen, wenn der Mindestlohn kommt, dann wird das mit den Aufstockern weniger. Dann wird das mit den Aufstockern weniger. Wir haben festgestellt, die Bundesagentur für Arbeit, genau das ist nicht eingetreten. Es sind nicht weniger Aufstocker geworden. Die Zahlen der Aufstocker sind sogar wieder leicht gestiegen. Also hier keinerlei Effekte. Keinerlei Effekte. Wir haben festgestellt, absolut negative Auswirkungen auf die Minijobs. Das wollen Sie wahrscheinlich. Aber es ist auch eine Frage der flexiblen Instrumente, weniger Minijobs, negative Auswirkungen. Ganz klar, Studie des Johann-Kepler-Universität, Mindestlohn führt zu deutlich mehr Schwarzarbeit. Gibt es auch verschiedene andere Studien? Also mehr Schwarzarbeit haben Sie ausgelöst. Und dann kommen wir an das Thema, und jetzt kommen wir an das Thema, und das haben wir ja hier schon gehört. Das Thema Bürokratie.
Frau Nahles, ich denke, sie hat auch an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich gute Vorsätze. Aber was sie auf den Weg bringt in der Bundesregierung, die Union trägt das alles mit. Die Union trägt das alles mit. Also, sie sind absolut genau hier in derselben Verantwortung. Was Sie dort auf den Weg gebracht haben, ist mehr Bürokratie. Es ist mehr Bürokratie für die Unternehmen, mehr Bürokratie für die Bürgerinnen und Bürger. Und Bürokratie kostet Geld, Zeit und es kostet auch Lebenschancen unserer Bürgerinnen und Bürger. Ich könnte jetzt hier, Herr Boddenberg sitzt hier vorne, Mindestlohnbürokratie überfordert kleinere Familienbetriebe der Fleischwirtschaft. Da könnte ich jetzt mal ein ausführliches Referat darüber halten, Herr Boddenberg. Das würden Sie sicherlich interessiert zuhören und in den meisten Dingen mir wahrscheinlich sogar zustimmen. Aber ich möchte hier zum Abschluss meiner Rede noch einmal deutlich machen, liebe Freunde, das Thema Bürokratie ist ein so wichtiges Thema. Und jede Partei führt es im Munde. Und jeder sagt, Bürokratie muss abgebaut werden, Bürokratie muss vermindert werden. Und wir alle wissen, eingeführte Bürokratie ist in der Regel nie mehr zu vermindern und nie mehr abzuschaffen. Und was Sie dort auf den Weg gebracht haben, ist sozusagen der Worst Case, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und ich möchte das auch noch einmal hinterlegen. Selbst die Bundeskanzlerin, man sagt ja ein Stück weit, Kanzlerdämmerung wäre angebrochen für Frau Merkel, aber selbst die Bundeskanzlerin hat hier einmal etwas Ernsthaftes gesagt. Ich will hier mehr Bürokratie wegnehmen. Ich möchte, dass in diesem Gesetz nachgearbeitet wird. Selbst die Bundeskanzlerin ist Zeuge dieser Aussage und bestätigt uns, diese Bürokratie, die Sie mit dem Mindestlohn und mit weiteren Reglementierungen im Arbeitsmarkt noch vorhaben, ist schädlich für Deutschland, kostet Lebenschancen und kostet Möglichkeiten von Menschen, die einen Arbeitsplatz sorgen. Beenden Sie diese Politik. Gehen Sie zurück wieder zu der Politik von Herrn Schröder und seiner Koalition. Und beenden Sie dieses Bürokratiemonster, das Sie geschaffen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Seit über einem Jahr gilt nun endlich ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland. Ich will einmal feststellen, dass kein einziges der vielen Horrorszenarien, die vorher als Argumente gegen den Mindestlohn angeführt wurden, sich bestätigt hat bisher. Ja, viele Menschen profitieren heute vom Mindestlohn. Allerdings könnten noch sehr viel mehr von ihm profitieren, wenn der Mindestlohn besser ausgestaltet wäre und ohne diese unseligen Ausnahmen. Dass Langzeiterwerbslose zu einem Lohn unterhalb des Mindestlohns eingestellt werden können, macht diese praktisch zu Arbeitnehmern zweiter Klasse. Es unterläuft die Bemühungen, das gesamte Lohnniveau nach oben anzuheben. Ich denke, dem ständigen Druck aus der Wirtschaft, neue Ausnahmen zu schaffen, z. B. für Geflüchtete, muss deutlich widersprochen werden. DIE LINKE lehnt jegliche Ausnahmen vom Mindestlohn strikt ab. Der Mindestlohn muss für alle Menschen gelten. Aber der Mindestlohn ist nicht nur löchrig wie ein Schweizer Käse, er wird auch noch unzureichend kontrolliert. Der Zoll als zuständige Kontrollbehörde ist unzureichend ausgestattet, und die überfällige Personalausstattung wird seitens der Bundesregierung immer wieder aufgeschoben. Laut DGB seien die Kontrollen sogar rückläufig. Ich finde, das grenzt schon an die mutwillige Sabotage des Mindestlohns. Und dass Stimmen aus der Union, aber auch aus der FDP immer wieder die weitere Aufweichung der Dokumentationspflichten seitens der Arbeitgeber fordern, das passt genau dazu, meine Damen und Herren. Aber auch über die Höhe des Mindestlohns müssen wir reden. Es macht die Umgehungsversuche besonders dreist, denn der Mindestlohn als absolute Untergrenze ist ja immer noch ein Niedriglohn. Wer von denen, die den Mindestlohn ablehnen würde, und das frage ich speziell auch an die FDP, wer von denen wäre eigentlich bereit, für 8,50 € die Stunde zu arbeiten? Wer wäre bereit, jeden Morgen aufzustehen für ein Leben auf Sozialhilfeniveau? Den Kindern erklären zu müssen, dass ein Kinobesuch, Eis essen oder gar ein Urlaub Luxus ist, den man sich nicht leisten kann. Und deshalb finde ich, versetzen wir uns doch in die Lage von jemandem, der Vollzeit arbeitet und trotzdem aufstocken muss. Wenn Arbeit so wenig wert ist wie Dreck, dann nimmt es den Menschen nicht nur die materielle Grundlage, das nimmt es die Menschen die Würde, meine Damen und Herren. Eine sinnvolle Untergrenze
wären zumindest 10 €. Denn diese 10 € braucht man mindestens, um nach 45 Jahren Vollzeitarbeit eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erhalten. Und das setzt dann schon eine Erwerbsbiografie voraus, die viele Menschen überhaupt nicht mehr haben. Eine kleine Anfrage unserer Bundestagsfraktion hat gerade ergeben, dass nahezu jeder vierte Beschäftigte unter 25 Jahren heute ausschließlich geringfügig beschäftigt ist. Und Niedriglöhne stehen im direkten Zusammenhang mit der zunehmenden Altersarmut. Schon heute liegen die gesetzlichen Renten in Hessen im Durchschnitt bei etwas über 750 €, bei Frauen noch einmal deutlich weniger. Und viele Menschen können von ihrer Rente nicht mehr leben. Sie sind oft gezwungen, bis ins hohe Alter zu arbeiten, um nicht völlig in die Armut abzurutschen. Und da muss ich sagen, die SPD versucht natürlich jetzt, die Symptome zu lindern und gebärt Konzepte wie die Lebensleistungsrente, von der aber nur einige wenige Jahrgänge unter ganz bestimmten Umständen profitieren. Und dabei, und das muss man natürlich schon deutlich machen, haben Sie die Probleme mit der Altersarmut selber mit verursacht. Es war die Demontage der gesetzlichen Rente zugunsten der privaten Versicherungswirtschaft, die Absenkung des Rentenniveaus, das damals eine rot-grüne Bundesregierung beschlossen hat. Erst wurde die Riester-Rente eingeführt und dann das sogenannte Nachhaltigkeitsgesetz, was für ein absurder Name, mit dem das Rentenniveau schrittweise sinkt. Und dann hat die Große Koalition noch zusätzlich die Rente ab 67 durchgesetzt, also eine weitere Rentenkürzung. Und deshalb, wer die Altersarmut bekämpfen will und dafür sorgen will, dass Menschen im Alter in Würde leben können, der muss sich erstens für höhere Löhne einsetzen, der muss sich aber auch dafür einsetzen, dass die unseligen Rentenreformen der letzten Jahre zurückgenommen werden. Ja, und da die SPD diesen Antrag nun eingebracht hat, auch an der Stelle, leider war es eben auch die SPD auf Bundesebene, eine rot-grüne Bundesregierung, die die Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, die Sie ja laut Ihrem Antrag jetzt wiederherstellen wollen, die diese Ordnung erst beseitigt hat. Und Herr Decker, Sie haben vorhin gesprochen von einer gut gemeinten Deregulierung, die so quasi schiefgegangen wäre. Aber prekäre Beschäftigungen, Niedriglöhne waren doch kein Versehen, waren doch kein Kollateralschaden der Agenda 2010, sondern sie waren integraler Bestandteil. Gerhard Schröder hat damals in seiner Agenda 2010-Rede gehalten, wie gesagt, wir wollen einen Niedriglohnsektor schaffen in Deutschland. Also, es war ein erklärtes Ziel, genau diesen Niedriglohnsektor zu schaffen. Und deshalb, wer über Armut und wer über Niedriglohne spricht, der darf über die Agenda 2010 und die Hartz-Gesetze nicht schweigen, denn Sie haben das Lohnniveau massiv gedrückt. Und das war eben auch genau das Ziel dieser sogenannten Reformen. Und so ist der Mindestlohn jetzt vor allem erst einmal eine Linderung der Folgen der Deregulierung des Arbeitsmarktes. Hartz I bis IV waren Angriffe auf das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, von dem man einigermaßen vernünftig leben konnte. Die Liberalisierung der Leiharbeit durch Hartz I, die Einführung der Minijobs durch Hartz II und natürlich Hartz IV, was bedeutet niedrige Regelsätze, von denen Menschen nicht leben können, und wegen der Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln den Zwang, quasi jeden Job annehmen zu müssen. Wir haben ja die Situation, dass wer in Hartz IV rutscht und in einem eigenen Haus oder in einer eigenen Wohnung lebt, bekommt er nur dann Arbeitslosengeld II, wenn der Wohnraum nicht zu groß ist. Sonst muss das Eigenheim in der Regel verkauft werden. Und das ist so absurd, wenn den Menschen erst erzählt wird, sie sollen privat fürs Alter vorsorgen, und dann, wenn sie arbeitslos werden, müssen sie ihre gesamte Altersversorgung erst wieder auflösen, um überhaupt Arbeitslosengeld II zu bekommen. Das ist doch ein Irrsinn, was dort gemacht wird. Und das muss man doch auch einmal so deutlich machen. Und die Angst der Beschäftigten vor Hartz IV wirkt sich natürlich auch aus auf die Kampfkraft der Gewerkschaften. Es hat mit dafür gesorgt, dass die Reallöhne in Deutschland in den letzten Jahren gesunken sind. Und es ist eben nicht so, dass man das alles nicht hätte wissen und absehen können, was dort passiert ist. Genau vor den Folgen, die heute beklagt werden, haben damals die Gewerkschaften, haben aber auch die LINKEN damals gewarnt. Also das, Herr Decker, was Sie jetzt
darstellen als ungeahnte Folgen, die man nicht hätte wissen können. Genau davor wurde ausdrücklich gewarnt. Der DGB warnte angesichts der Harzgesetze vor, Zitat, erheblichen gesellschaftlichen Verwerfungen. Zur Bundestagsanhörung zu Hartz IV warnte der DGB unter anderem, Arbeit um jeden Preis führt zu Dequalifizierungs- und Verdrängungseffekten, nicht jedoch zum Aufbau zusätzlicher Beschäftigung. Deshalb. Das war alles absehbar. Deswegen bin ich der Meinung, dass die hessische SPD in ihrem glaubwürdiger wäre im Kampf für gute Arbeit, wenn sie einräumen würde, dass die Hartz-Reformen einfach ein schwerer, schwerer Fehler waren, statt letztlich kleine, aber mit großem Aufheben beworbene System-Symptomkorrekturen zu betreiben, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt versuchen, ein Gesetz zur Herstellung der Ordnung bei Leiharbeit und Werkverträgen gegen den Willen der CSU durchzusetzen, dann ist es auch nur ein kleiner Schritt zurück im Vergleich zur vorherigen Deregulierung im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung. Aber allein der Name ist schon vielsagend. Ordnung bei der Leiharbeit. Leiharbeit verdammt Betroffene zu einem Leben auf niedrigstem Einkommensniveau, zu ständiger Unsicherheit, ist gleichbedeutend mit Prekarisierung, völliger Unsicherheit der Arbeits- und Lebensverhältnisse, und deshalb muss sie dringend zurückgedrängt werden. Der Referentenentwurf, über den wir hier reden, liegt seit Monaten auf Eis, und auch jetzt der wurde auch schon von den Gewerkschaften als absolut unzureichend kritisiert. Nun reden wir jetzt hier in erster Linie über Bundesregelungen. Aber ich will natürlich auch sagen, dass auch diese Landesregierung mehr tun könnte für gute Arbeit. Und dazu gehört vor allem, dass wir ein Tariftreue- und Vergabegesetz brauchen, das den Namen verdient, und vor allem wirksame Kontrollen, damit das nicht unterlaufen werden kann. Meine Damen und Herren, um prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse zu bekämpfen, brauchen wir einen stärker regulierten Arbeitsmarkt. Sachgrundlose Befristungen müssen ebenso verboten werden wie die Leiharbeit. Das unbefristete Arbeitsverhältnis muss wieder die Regel werden, mit einem Lohn, von dem man heute und im Alter gut leben kann. Und deshalb will ich an der Stelle auch sagen, unterstützen wir die Forderungen der Gewerkschaften in den anstehenden Tarifrunden. Die IG Metall fordert 5% mehr Lohn. Und ich finde, angesichts der hohen Gewinne vieler Unternehmen in der Metall- und Elektroindustrie ist das Angebot der Arbeitgeber von nicht einmal 1% eine wirkliche Frechheit. Und deshalb unterstützen wir auch die IG Metall in dieser Tarifrunde und ihre Forderungen. Und Verdi und GEW fordern für den öffentlichen Dienst im Bund und Kommunen 6% mehr Lohn. Und ich finde, da geht es auch um die Frage von Wertschätzung des öffentlichen Dienstes, insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst, in der Pflege, in den Krankenhäusern, wo Verdi demnächst zu Warnstreiks aufruft. Und ich finde, das Argument, es ist kein Geld da, kann an der Stelle einfach nicht gelten, weil wir haben gerade 12 Milliarden Haushaltsüberschuss im Bund und die klammen Kommunen. Das Geld ist ja auch nicht weg, das ist woanders, das ist systematisch umverteilt werden. Und deshalb finde ich, es müssen endlich Reiche und Vermögende zur Kasse gebeten werden, damit die Krankenschwester oder der Erzieher einen vernünftigen Lohn hat und keine Angst vor Altersarmut haben muss. Frau Kollegin Wissler, es ist keine Zeit mehr da. Die Zeit ist weg. Ich würde Sie bitten, dass Sie langsam zum Schluss kommen. Vielen Dank. Das mache ich. Letzter Satz. Ich denke, gute Löhne für Menschen, die so wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten, das muss drin sein. Wenn die höchsten Vermögen in diesem Land jährlich um 8 bis 10% steigen, dann kann man nicht sagen, dass die berechtigten Forderungen der Gewerkschaften maßlos sind. Und deshalb wünschen wir den Gewerkschaften viel Erfolg in den anstehenden Tarifrunden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Also, es scheint ja hier so zu sein, als sei aus einer ursprünglich mal sagen, über die Frage vor allem angekündigte Debatte, was wir mit unseren hessischen Gesetzen erreicht haben, hier eine allgemeine Debatte über Grundsätze des Mindestlohns, der Wirtschaftspolitik, der Hartz-Gesetze usw. So ich kann da auch einiges dazu beitragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann da auch einiges dazu beitragen. Doch, ich habe den Antrag gelesen. Aber ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen und vielleicht einmal verbindend feststellen, seien wir doch froh, dass die Einführung des Mindestlohns die befürchteten negativen Auswirkungen, die manche vorher geäußert haben, nicht hatte. Seien wir doch froh, und nehmen wir es auch zur Kenntnis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nehmen wir es auch zur Kenntnis. Ich finde es eine gute Nachricht,
dass wir einen Mindestlohn haben in Deutschland, dass wir den jetzt seit 1. Januar 2015 haben und dass wir da keine negativen Auswirkungen hatten, sondern unter dem Strich so viel sozialversicherungspflichtig Beschäftigte wie noch nie. Weniger Minijobs, aber eben kein Verlust an Arbeit, sondern unterm Strich ein Plus auch an geleisteten Arbeitsstunden. Freuen wir uns doch einfach einmal, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch über diese Frage. Ich will zweitens hinzufügen, weil ganz so einfach ist es natürlich nicht, Frau Kollegin Wissler, wenn man zurückschaut, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass es ja auch Leute gab, die bei der Erarbeitung der Agenda 2010 sich auch schon Gedanken gemacht haben, ob man nicht gleichzeitig einen Mindestlohn einführen muss, und dass es damals mit die Gewerkschaften waren, die es verhindert haben. Verdi war immer dafür, Nahrung, Genuss, Gaststätten auch, aber IG Metall und IG Chemie waren strikt dagegen, weil sie Angst hatten um die Tarifautonomie. Das ist einer der Gründe, warum der nicht gekommen ist damals. Diesen Fehler haben wir jetzt nachträglich korrigiert. Das gehört zur Wahrheit dann eben auch dazu. Und zur Wahrheit gehört eben auch dazu, wenn man sozusagen an dieser Stelle recht hatte, dass die sonstigen wirtschaftspolitischen Vorstellungen, die Sie so äußern, nicht immer, sagen wir mal, das Gelbe vom Ei sind. Die werden ja in Frankreich seit ein paar Jahren jetzt durchgesetzt. Das Ergebnis ist nicht gerade überzeugend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, wir sprechen darüber, dass wir einen Mindestlohn haben, dass wir froh sind, dass wir ihn haben, und dass wir auch froh sind, dass er keine negativen, sondern eher positive Auswirkungen hatte. Und Achtung an dieser Stelle, danke für den Zwischenruf, Herr Kollege Schaus. Sie müssen jetzt aufpassen, dass Sie das, was die FDP immer noch sozusagen vor sich herträgt, weil die ja die positiven Auswirkungen gar nicht sehen wollen, nachträglich noch legitimieren. Wir dürfen keinen Lohn haben, der am Ende nach dem Motto darf es gerne noch etwas mehr sein, sondern es gibt gute Gründe. Es gibt gute Gründe, warum es nach dem Vorbild der Low Pay Commission in Großbritannien sozusagen eine Kommission gibt, wo sowohl die Gewerkschaften als auch die Arbeitgeber vertreten sind, wo man schauen kann. Natürlich wird man ihn anheben müssen, wenn sich die allgemeine Teuerungsrate, wenn sich das Lohnniveau insgesamt verändert. Aber wenn es nach dem Motto gibt, dass man einen politischen Mindestlohn kriegt, der quasi nur noch im Parlament festgesetzt wird, ohne die Frage, was der für Auswirkungen hat, dann wäre es falsch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist gut, dass es eine solche Kommission gibt, die sich fachlich mit dieser Frage beschäftigt. Aber wir müssen natürlich auch schauen, dass der Mindestlohn durchgesetzt wird. Und jetzt mal zu dem Punkt, der ja auch in dem Antrag ist, und gerade in der Frage, was ist eigentlich beispielsweise auf hessischen Baustellen los? Und es ist so, es gibt einen enormen Preisdruck. Das gilt insbesondere nicht nur für die öffentlichen Baustellen, das gilt vor allem für die Baustellen von privaten Bauherren. Und ich will ausdrücklich sagen, dass dieser Preiskampf nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen werden kann und dass wir ein Interesse daran haben, dass die Einhaltung des Mindestlohns bzw. des Tarifs, der ja teilweise auf Baustellen auch gilt, Stichwort Entsendegesetz, dass das auch durchgesetzt wird. Und ich will ausdrücklich an dieser Stelle, weil der Kollege Decker ja eine Neuerung hier in die parlamentarische Debatte eingeführt hat. Er hat nämlich eine zweite Runde schon angekündigt, bevor ich den ersten Ton gesagt habe. Eigentlich sollte das ja mal, so habe ich die Geschäftsordnung verstanden, eine Reaktion auf die Regierung sein, aber geschenkt. Deswegen sage ich sozusagen präventiv, Frau Barth, wir wären ganz falsch beraten, wenn wir jetzt neben der eigentlich zuständigen Bundeszollverwaltung und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit eine zweite Landesstruktur einführen würden. Das wäre aus meiner Sicht ganz falsch. Es würde für zusätzliche Bürokratie ein zusätzliches Durcheinander führen. Wir müssen alle gemeinsam dafür kämpfen, dass der Zoll seiner Verantwortung nachkommt, meine sehr verehrten Damen und Herren, und dass die Kontrollen durchgeführt werden von denen, die dafür zuständig sind und die übrigens auch polizeiliche Befugnisse haben, die eine Landesbehörde niemals haben könnte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das ist in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen. Und ich will deshalb ausdrücklich sagen, ja, wir sind dafür, dass dort die Zuständigen dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden.
Ich bin ausdrücklich dafür, dass der Bund an dieser Stelle seiner Verantwortung nachkommt. Ich fände es aber ganz falsch, wenn wir an dieser Stelle die Zuständigkeiten für die Umsetzung der Gesetze vermischen würden. Das führt am Ende dazu, dass wir eher weniger als mehr Durchsetzungsfähigkeit haben. Und ein Punkt, weil er auch immer wieder genannt wird, auch das sozusagen präventiv, Frau Barth. Alle Bundesländer machen das so, bis auf eines, das ist Hamburg. Ich habe mich einmal in dieser Frage mit der Sache beschäftigt und komme am Ende zu dem Schluss, habe eine kleine Anfrage gefunden, sozusagen an den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg. Das sind die letzten Zahlen, die wir gefunden haben. Haben 2012 sage und schreibe 448 Kontrollen stattgefunden. Übrigens mit dem Ergebnis kein einziger Verstoß. Ob das wirklich so wirksam ist, da mache ich einmal ein großes Fragezeichen dran, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will einen Punkt sagen, der mir wichtig ist, Stichwort sozusagen Durchsetzung dessen, was wir beschlossen haben. Das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz ist gut. Das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz sorgt dafür, dass auch am Ende umgesetzt wird. Wir haben dort Kontrollmöglichkeiten, die Kontrollmöglichkeiten des Auftraggebers, der das Recht hat, sich alles vorlegen zu lassen vom Auftragnehmer. Wir haben die VUB-Stellen, die bewährt sind. Und übrigens, aus meiner Sicht ist der beste Kontrolleur immer noch der Konkurrent, weil der nämlich im Zweifel genau schaut, was der andere macht, wie der andere vielleicht zum Zuschlag gekommen ist und ob der vielleicht unlautere Mittel eingesetzt hat. Da will ich auch ausdrücklich sagen, dass ich die Menschen ermutige, wenn sie einen solchen Verdacht haben, sich an die zuständigen Stellen zu wenden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt auch bei der Personalausstattung der VOB-Stellen kein Problem, Frau Barth, weil wir keinen Stau haben unerledigter Punkte, sondern weil wir zeitnah an dieser Stelle ein Abarbeiten erleben. Wenn wir zu wenig Personal hätten, dann müsste es ja einen Stau unerledigter Fälle geben. Das gibt es nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen an dieser Stelle gibt es keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Wo wir Handlungsbedarf haben, das ist auf jeden Fall so, ist bei der Frage, wie versetzen wir Menschen in die Lage, ihre Rechte auch wahrzunehmen. Und an dieser Stelle, der Kollege Bocklet hat es angesprochen, will ich ausdrücklich sagen, es war richtig, dass die Landesregierung, dass das Sozialministerium gefördert hat, die faire Mobilität, die Beratungsstellen, die sich gerade bei denjenigen, die auf den Baustellen arbeiten, in der Landessprache an die Arbeiter wenden. Wir haben jetzt in Hessen Ansprechpartner, die das in der Muttersprache Polnisch, Rumänisch und Bulgarisch machen. Weil manchmal geht es schlicht darum, nicht neue Rechte zu schaffen, sondern dafür zu sorgen, dass die Menschen von ihren Rechten überhaupt erfahren und ihnen dann dabei zu helfen, sie durchzusetzen. An dieser Stelle sind wir auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass wir dazu beitragen können, wenn wir sozusagen nicht nur die Debatten von vor 10 Jahren führen, sondern auch über die Frage uns Gedanken machen, wie es in der Zukunft ist, dass wir faire Bedingungen sowohl auf dem Arbeitsmarkt insgesamt, ganz besonders aber im Baubereich durchsetzen können und dass wir mit unserem Vergabe- und Tariftreuegesetz dazu beigetragen haben, dass wir auch an dieser Stelle die Bedingungen verbessern können. Und wenn wir es dann in 2 Jahren evaluieren, bin ich sicher, werden das auch diejenigen so sehen, die vor einem Jahr noch dagegen gestimmt haben. Vielen herzlichen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Das Wort hat die Frau Kollegin Barth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Staatsminister Al-Wazir, da ich irgendwie schon ein bisschen geahnt habe, was Sie sagen werden,
konnte ich auch schon vor Ihrer Rede meinen Beitrag anmelden. Und ich denke, der Punkt der Kontrolle des Vergabegesetzes verdient doch noch einmal eine besondere Betrachtung. Warum stellen wir heute erneut einen Antrag? Wir haben Ende letzten Jahres eine Anfrage gestellt, wer in Hessen überhaupt mit der Kontrolle öffentlicher Aufträge betraut ist, wie viele Stellen, wie oft kontrolliert und beanstandet wurde. Und das Ergebnis, meine Damen und Herren, war für uns niederschmetternd. Gerade eine Handvoll Sacharbeiterstellen, alles zusammengezählt, mal hier einer mit 10 %, dort mit 20 %, leisten in Hessen im Bereich der VOB diese Aufgabe. Die Zahl der untersuchten Vergaben war minimal. Bei der Oberfinanzdirektion 10 Vergaben in den letzten 3 Jahren. Keine Fallzahlen konnte uns Hessen Mobil nennen. Und bei den 3 Regierungspräsidien, wobei bei dem einen ist derzeit die eine Stelle unbesetzt, gerade einmal 150 Kontrollen im Jahr. Und Herr Arnold, gerade einmal 23 Unternehmen sind hessenweit auf der Sperrliste öffentlicher Aufträge. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren sind 3 hinzugekommen. Es ist ja nicht so, dass Sie gar nicht kontrollieren, auch wenn Sie heute plötzlich sagen, dass Sie nicht zuständig sind. Aber glauben Sie wirklich, dass bei der Zahl an Aufträgen, die hessenweit jährlich vergeben werden, dass das eine angemessene Kontrolldichte ist? Meine Damen und Herren, das wäre, wie als ob wir in Hessen insgesamt vielleicht 5 Blitzgeräte für Geschwindigkeitskontrollen aufstellen. Das zeigt aber auch, Herr Staatsminister Al-Wazir, Ihre Argumentation, es sei ausreichend, nur bei Beschwerden unterlegener Bieter zu kontrollieren. Sie haben damals gesagt, der Markt kontrolliert. Das hat sich nicht bewahrheitet. Und Fazit, wer betrügen will, hat in Hessen, vor allem in Hessen, die besten Möglichkeiten, was auch die Gewerkschaften sagen. Und dass in Hessen, wie wir durch Statistiken der Soka Bau jetzt wissen, die niedrigsten Durchschnittsstundenlöhne aller westdeutschen Flächenländer gezahlt werden, obwohl wir eher ein Hochlohnland sind, ist ein weiterer Indikator für diese Missstände. Aber auch diese Tatsache beirrt Sie nicht im Geringsten, meine Damen und Herren. Neueste Argumentation, Sie wollen keine Doppelstrukturen aufbauen, war in der Presse zu lesen. Wie gesagt, als Sie es verabschiedet haben, haben Sie noch gesagt, der Markt kontrolliert. Jetzt, wo es nicht funktioniert, sagen Sie, Sie sind nicht zuständig. Das muss ja allein der Zoll machen. Falsch, meine Damen und Herren. Sie können schon, und das passiert auch nicht nur in Hamburg, das passiert auch in Bremen, im kleinen Bremen, wo allein ich glaube, warten Sie, ich habe es aufgeschrieben, über 100 Kontrollen pro Jahr durchgeführt werden. Und in 17 % aller Fälle werden Vertragsverletzungen vorgefunden, eine Quote, die zeigt, dass es sich lohnt, nachzuschauen. Sie können Einsicht in Lohnunterlagen nehmen, in Arbeitsverträge nehmen. Und da kann ich Ihnen auch Sachen nennen, die Sie dort finden, wenn da plötzlich Verträge mit Bauarbeitern sind, die 30 Stunden die Woche betragen. Glauben Sie wirklich, dass ein Bauarbeiter einen Vertrag hat, wo 30 Stunden drinsteht und der arbeitet auch nur 30 Stunden die Woche? Glaube ich nicht. Zum einen finanzieren sich übrigens die Mitarbeiter durch ihre Arbeitsergebnisse bei den Kontrollen von selbst. Und es sorgt natürlich auch für mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, denn es gibt das Risiko, erwischt zu werden, im Gegensatz leider zu Hessen, ein Eldorado für Betrüger, was das anbelangt. Aber für Sie ist alles in Ordnung, und jetzt sind Sie ja auch nicht mehr zuständig. Die SPD sagt nochmals, und deswegen sagen wir, wir müssen Stichproben durchführen. An dieser Stelle muss das Gesetz geändert werden. Und da nutzt auch nichts Ihr Antrag heute, der nämlich nichts ändern will an dem Gesetz noch an den Modalitäten, nämlich gar nichts. Sie sagen nur, ja, ja, eine sorgfältige Auswahl muss getroffen werden, aber Sie sagen nicht, was passiert, wenn z. B. Auftraggeber eben nicht so sorgfältig oder wenn die Sorgfalt nichts genutzt hat und die Nachunternehmer trotzdem betrügen. Erst im letzten Monat, meine Damen und Herren, war ich in Wiesbaden bei der IG Bau, wo 5 bosnische Angestellte eines slowenischen Subunternehmers saßen. Die Mitarbeiter hatten seit Ende Oktober keinen Lohn gesehen. Auch die Sozialkassenbeiträge hatte das Unternehmen nicht abgeführt. Wieso, meine Damen und Herren, ist das Aufgabe der Gewerkschaften, das nachzuprüfen? Ist das nicht eine hoheitliche Aufgabe?
auch wenn es eine private Baustelle war. Derselbe Generalunternehmer baut übrigens gerade Wohnungen, Sozialwohnungen in Riedstadt. Und glauben Sie wirklich, dass dann bei diesem öffentlichen Auftrag andere Subunternehmer ausgewählt werden? Ich glaube das nicht. Tun Sie endlich etwas gegen diese Zustände. Wir fordern die Landesregierung auf, zu handeln. Sie sind verpflichtet, die Einhaltung ihrer Gesetze sicherzustellen. Ob sie personell aufstocken oder anderweitig umstrukturieren, sollte geprüft werden. In jedem Fall fordern wir, dass sie endlich handeln und eine effiziente Kontrolle, und den Zoll wollen wir dabei wirklich nicht aus der Verantwortung nehmen, öffentlicher Aufträge auch im Sinne der ehrlich arbeitenden Unternehmen. Wir haben gerade über das Handwerk beim letzten Tagesordnungspunkt gesprochen. Gerade das kleine und mittelständische Handwerk leidet unter diesen Praktiken auf dem Bau, die häufig von Großunternehmen, die dann mit Subunternehmerketten arbeiten, begangen werden. Darunter leiden die ehrlichen Unternehmer im Handwerk. Deshalb bitte stimmen Sie unserem Antrag zu. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es ist vereinbart, die Anträge alle in den Ausschuss, also Punkt in die Ausschüsse. Ja, ja, erst einmal in den Ausschuss, dann in den anderen Ausschuss, dann sind es die Ausschüsse, ne, immer nach und nach. Punkt 41, 30 und 58, das ist die allgemeine Meinung hier. Dann machen wir das so, mit Zustimmung auch vom Kollegen Rudolph.